Die sächsische Justiz trägt in Zukunft blaue Dienstbekleidung. Zum Auftakt der Umstellung übergab Justizminister Jürgen Martens heute in Zwickau den Justizwachtmeistern und Wachtmeisterinnen ihre neue Dienstbekleidung. Die Umstellung auf die Farbe Blau ist Teil einer Umstellung, wie sie in ganz Europa schon seit vielen Jahren läuft. Die meisten anderen EU-Mitgliedstaaten haben die Bediensteten ihrer Sicherheitsbehörden schon seit langem auf blaue Uniformen umgestellt. Grün passt da eigentlich nicht mehr ins Gesamtbild, weder in der Europäischen Union noch in Deutschland speziell. Und wir können jetzt auch die sächsische Justiz in diesem Jahr vollständig auf blau umstellen. Es wird zunächst von Februar bis April werden die Justizwachtmeisterdienste bei den Staatsanwaltschaften und Gerichten umgekleidet. Und dann von April bis Dezember folgen die Vollzugsbediensteten im Justizvollzug. Etwa 700 Euro kostet eine Ausstattung für einen Beamten. Die Dienstbekleidung wird zum großen Teil in Sachsen produziert.